Heute in Notruf. Riskanter Sprung, ein 15-Jähriger verletzt sich schwer. Großer Blutverlust, eine Frau kämpft um das Leben ihres Mannes. Schwierige Rettung, ein Paraglider ist in ein Dach gestürzt. Icarus und Daedalus waren die Ersten, die es versucht haben. Damals, wir erinnern uns, hat es nicht so richtig geklappt. Ein paar tausend Jahre später dann kam der Italiener Leonardo da Vinci und der hat die ersten flugfähigen Flugmaschinen erfunden. Wir kennen die Zeichnungen alle und hätte er damals das richtige Werkzeug gehabt und die richtigen Schrauben, dann wären die Dinger tatsächlich geflogen. Dennoch, es sollte noch ein paar Jahrhunderte dauern und zu Beginn des 20. Jahrhunderts haben dann zum Beispiel die Gebrüder Wright oder auch Otto Lilienthal, der Deutsche, fast gleichzeitig übrigens die ersten Flugversuche mit Flugmaschinen gemacht. Es hat eine Weile gedauert, viele Menschen kamen ums Leben bei den Versuchsflügen, bis der Mensch sicher von A nach B fliegen konnte. Übrigens, der Hubschrauber ist auch erst rund so 65 Jahre alt. Ja, und dann kam die Zeit der Gleitschirme. Und damit begrüße ich Sie zu einer neuen Ausgabe des Notrufmagazins. Man muss Gleitschirmfliegen natürlich auch richtig lernen. Man kann das nicht einfach. Und wenn man es glaubt, einfach zu können, dann passiert einem das, was mir passiert ist. Man landet irgendwo auf einem Fabrikdach und kommt nicht mehr runter. Nun gut, man wird mich befreien, denke ich, am Ende der Sendung. Aber ich möchte Ihnen zuvor noch die Geschichte erzählen von Walter Schmarrenzer. Er ist Österreicher, er kommt aus der Steiermark, einer Gegend Österreichs, in der immer sehr viel Wind vorherrscht und in der es hohe Berge gibt. Und er ist begeisterter Gleitschirmflieger, der 52-Jährige. Ihn hat schon ein paar Mal ganz schön hingelegt, auf die Nase und auch woanders hin. Er hat schwere Verletzungen davongetragen, aber dennoch, seine Frau sagt, der Walter, der ist norrisch. Und also fliegt er immer wieder, auch an diesem Tag. Und was da passiert und dass ihm da widerfahren sollte, das konnte er vorher wirklich nicht ahnen. Ich bin mit guten Bekannten zum Gleitschirmfliegen gegangen. Ich habe denen versprochen, schöne Bilder während des Flugs zu machen. Die haben wir auch gut hingekriegt. Am Landeplatz war noch ein weiterer Freund. Ja, ich glaube, da muss ich es auch probieren. Okay, schauen wir, dass wir raufkommen, lassen wir nichts abrennen, nicht, dass uns der Wind wieder treibt. Ursprünglich wollte ich nicht mehr mit. Ich war schon müde vom ersten Flug. Habe mich aber dann überreden lassen, doch noch mitzukommen. Das nützt nichts. Christian, fahrt hier schon mal dabei hin, ich komm dann nach. Die waren schon weg und er schreit hinterher, ich komm nach. Und dann sag ich zu ihm, du hast gerade gesagt, du willst nicht mehr fliegen. Und jetzt machst du die Hektik, sag ich, das bringt nichts. Es war einfach in der Früh schon Hektik und mir denkt, na, das kann's nicht sein heute. Also das ist ein Tag heute, also mir graut davor. Oh, jetzt ist er weg. Jetzt muss ich mich sputen. Vor ein paar Jahren hat er schon mal einen Unfall gehabt, war schwer verletzt und ist aber dann nach einem halben Jahr schon wieder geflogen. Das liegt in ihm drin, das ist im Blut und er lässt das Fliegen nicht. In seiner Hektik vergisst Walter Schmarrenzer, den Schirm noch einmal zu überprüfen. Ein fataler Fehler, denn eine Leine hat sich um das Segel gewickelt. Der Paraglider ist nun kaum mehr zu steuern. Auf dem Weg zum Landeplatz ist Marianne Schmarrenzer wie immer in Sorge, ob alles gut geht. Sie versucht, ihren Mann am Himmel zu entdecken, doch ihr fällt nichts Besonderes auf. Ein Tourist aus Hamburg allerdings bemerkt, dass etwas nicht stimmt. Mir fiel auf, dass der Paraglider ziemlich schnell runterkam und dabei ins Trudeln geriet. Und das kam mir ziemlich merkwürdig vor. Auf einmal fängt der Schirm zu trudeln an. Denke man, sowas macht man nicht von selbst, weil das ist sehr gefährlich. Und er hat dann immer wieder versucht, den Schirm zu stabilisieren. Wenn das nur gut geht. Um Gottes Willen, das geht sich nicht mehr aus. Um Gottes Willen. Als ich einen Knall hörte, und einen Schrei, dachte ich mir ziemlich gleich, dass es sich um den Paraglider handeln musste. Und ich bin um die Ecke zu meinem Auto gerannt und instinktiv in die Richtung, aus der die Schreie kamen, gefahren.
Walter Schmarranzer ist auf das Dach eines Wohnhauses gestürzt. Obwohl der Aufprall enorm war, ist er bei Bewusstsein. Hilfe! Au! Ich hab gedacht, dass irgendetwas beim Nachbarn passiert. Der war am Arbeiten, den hat man nirgends gesehen. Und dann habe ich noch mehr Hilfe gehört und denk mir, das muss da oben irgendwo sein. Hilfe! Hilfe! Komm, ich hol Hilfe! Hier ist, schnell, komm, hier ist. Wir haben einen Paragleiter da. Schnell, schau. Wie er da drüber geschaut hat und ihm das ganze Blut am Garagendach runtergeronnen ist. Es war schlimm. Das vergesse ich wirklich nicht mehr. Das ist ein Schock. Das ist drinnen. Wir haben einen verletzten Paragleiter am Dach. Hilfe! Das ist eine Landungswiese bei den Bauernhäusern, hier vorne das erste Haus. Helft mir bitte schön! Okay, danke. Hilfe! Oh, Gottes Willen, Alter, was ist denn los? Was ist passiert? Was tut da alles weh? Ja. Da im Kreuz wahrscheinlich. Ah, Scheiße. Komm schon, Hilfe! Was ist denn passiert? Mein Mann hat einen Unfall gehabt mit dem Gleitschirm, schnell! Ich war da so geschockt, wie ich ihn gesehen habe. Und war so gelähmt, wie wenn sie mich festgenagelt hätten. Ich konnte nichts tun. Wie in einem Film. Wie wenn ich jetzt in einem Kino sitze und sehe das, aber nicht Wirklichkeit, dass ich sage, das ist mein Mann. Was ist denn hier passiert? Es lief das Blut die Dachrinne runter und meine ersten Gedanken waren, wenn er es überhaupt schafft, sitzt er sein Leben lang im Rollstuhl. Ich bin gelernter Krankenpfleger und bin auch bis heute bei der Freiwilligen Feuerwehr in Hamburg. Aber das ist was ganz anderes. Wenn man zum Einsatz gerufen wird, dann geht zu Hause der Pieper und man fährt los. Aber da war ich auf einmal in einer schrecklichen Situation und man hat einfach nur noch versucht zu funktionieren. Wichtig ist, dass du jetzt nur wach bleibst. Leider kommt es bei Gleitschirmunfällen immer wieder zu schweren Verletzungen, die manchmal auch tödlich enden. In unserem Fall war der Anblick am Anfang sehr grausam. Auch bei der Verletzung im Bereich des Auges war nicht klar, ob eine knöcherne Schädelverletzung dahinter steckte. Ganz abgesehen von inneren Verletzungen oder Verletzungen der Wirbelsäule. Bekommen Sie jetzt was von Mund, dass Sie besser atmen können, gell? Ja. Ich habe unten gestanden und habe da zugeschaut. Und am Anfang hat er noch gesprochen. Und ist aber dann immer ruhiger und ruhiger geworden. Also ich habe echt das Schlimmste befürchtet. Es hat so arg ausgeschaut, das war so schlimm. Das spüren Sie? Ja. Tut nicht weh. Die Position ist soweit? Ja. Feuerwehr, Kim! Wie dann die Feuerwehr gekommen ist, mit der Drehleiter, dann habe ich mir gedacht, nein, jetzt ist es aus. Jetzt bringen sie mir gerade noch runter und dann ist Schluss. Jeder Einsatz ist immer anders und man hat eigentlich keine Zeit zum drüber nachdenken. Kommt auch gar nicht in Frage. Man reagiert eigentlich und schaut, was das Beste ist. Mit den Mitteln, die man vor Ort hat. In diesem Fall war es eben die Drehleiter und die haben wir gleich in Position gebracht. Später ist ja dann der Heli noch dazugekommen. Barbara, kannst du bitte in der Leitstelle auffahren, ob der Hubschrauber alarmiert ist? Die Crew von Christophorus 6 in Salzburg macht den Helikopter bereits startklar. St. Gilgen ist etwa 12 Flugminuten entfernt. Für die Flugretter ist es wie immer ein Wettlauf gegen die Zeit. Wahnsinn, bring mir den Walter, seine Frau und Marianne. Bei der Leiter sichern. Ja. Ist er da? Ich sehe schon. Ich komm schon. Was ist denn mit Pietro? Das war mein letzter Flug. Und ich denke mir noch, wieso sein letzter Flug? Weil er glaubte, er ist so schwer verletzt, dass er das nicht überlebt. Und das hat mich sehr beunruhigt. Grüß dich, hallo. Walter, jetzt sind sie da. Die Unfallstelle sah ja so aus, dass die Dachziegel eigentlich komplett zerschlagen waren. Und man musste schon annehmen, dass er eine schwere Wirbelsäulenverletzung haben könnte, schwere innere Verletzungen. Und da ist es natürlich geboten, keine Zeit zu verlieren und den Patienten so schnell wie möglich ins Krankenhaus zu bringen. Eins, zwei, drei. Okay. Schlaufen weg. Als ich denn unten war, fühlte ich mich einfach nur noch alle. Da oben kann man arbeiten, funktionieren, aber
Es ist letztendlich so, wenn man denn unten steht, schießt einen alles in den Kopf. Punkt 1, was hätte ich besser machen können? Und Punkt 2, wie geht's überhaupt mit dem Verunfallten weiter? Kai Schmidt bleibt an der Unfallstelle, bis Walter Schmarranzer abtransportiert ist. Am Zwischenlandeplatz des Helikopters muss sich Marianne Schmarranzer von ihrem Mann verabschieden. Herr Doktor, darf ich mitfliegen? Das geht leider nicht, aber machen Sie sich jetzt mal keine Sorgen. Wir haben alles vorbereiten lassen, Unfallkrankenhaus, und kommen Sie ganz in Ruhe nach. Am besten ist, wenn Sie selber nicht fahren, sondern wenn Sie fahren lassen. Ja. Ja? Ich brauchte einfach jemanden, mit dem ich mich unterhalten kann. Und das ist für mich das Vertrautste, sind dann meine Kinder. Ich stieg ins Auto, bin Richtung Gosau gefahren. Und ich war fast zu Hause. Läutet das Handy und ich kannte die Nummer nicht. Heb ab und dann war der Walter dran und sagt zu mir, brauchst du keine Sorgen machen, mir geht's wieder gut. Und den Zeitpunkt ist mir ein Stein vom Herzen gefallen. Walter Schmarranzer hat tatsächlich großes Glück gehabt. Er hat lediglich ein paar starke Prellungen davongetragen. Schon einen Monat später steht er wieder am Flugplatz. Er kann es einfach nicht lassen. Ich fliege deshalb wieder, weil der Unfall, den ich verursacht habe, aus meinen eigenen Fehlern resultiert hatte. Es wäre nicht passiert, wenn ich mich an die Spielregeln des Fliegens gehalten hätte, wenn ich die Sicherheitschecks gemacht hätte. Das Gleitschirmfliegen ist ein sehr wichtiger Bestandteil meines Lebens. Darauf möchte ich nicht verzichten. Aber ich habe immer ein ungutes Gefühl dabei. Ich kann ihm zwar zuschauen und freue mich für ihn, weil er wieder fliegen kann. Ich kann es nicht und will es auch ihm nicht verbieten, weil ich ihn viel zu gern habe. Endlich wieder festen Boden unter den Füßen. Das Abseilen da aus der großen Höhe, das zeigen wir Ihnen besser nicht. Ich glaube, so elegant sah das nicht aus. Übrigens, Wilbur Wright, einer der Gebrüder Wright, die das erste Motorflugzeug erfunden haben, hat mal gesagt, das Gefährlichste am Fliegen ist die Erde. Und vielleicht deshalb hat auch Walter Schrempf, der Chef vom Sky Club Austria, gesagt, Gleitschirmflieger sollten mindestens alle 2 Jahre ein spezielles Sicherheitstraining machen. Da gibt es eine Gefahreneinweisung, viele weitere wichtige Tipps und Tricks, um sicher auf dem Boden anzukommen. Denn nur geradeaus zu fliegen mit dem Wind, das ist nicht das Kunststück. Aber wenn es mal passiert und wenn was hakt oder sich verhakt, dann sicher wieder zu landen, das ist das große Kunststück. So, damit kommen wir jetzt zu unserer 1.000-Euro Gewinnfrage. Sie erinnern sich, Sie müssen nur schnell anrufen, können mitmachen. Und wenn Sie Glück haben und Fortuna mit dem Finger auf Sie weist, dann sind Sie der glückliche Gewinner der 1.000 Euro. Vorausgesetzt, Sie haben unsere Frage richtig beantwortet. Und die Frage lautet heute, in welcher Einheit wird Alkohol im Blut gemessen? A, in Kamille oder B, in Promille? Und die Telefonnummer lautet 01379 70 70 30. Schnell zum Telefon gehen und vielleicht ist ja Fortuna mit Ihnen besonders gnädig, zeigt mit dem Finger auf Sie und dann wissen Sie, ich habe die 1.000 Euro am Ende dieser Sendung gewonnen. Bei uns geht es gleich weiter, nach einer kurzen Pause, unter anderem dann mit dieser Geschichte. Gleich in Notruf. Carsten Busch ist ein furchtloser Inline-Skater. Vor seinen Freunden wagt der Junge einen schwierigen Sprung. Doch dann bleibt er an der Tonne hängen und verletzt sich schwer. Dachwig liegt in Thüringen, hat 1.600 Einwohner und ist offenbar nicht so richtig kinder- und jugendfreundlich. Zumindest nicht, wenn man den Worten von Carsten Busch und seinen Freunden Glauben schenkt. Denn die sagen, wo immer wir mit unseren Skateboards, mit unseren Inline-Skates, mit unseren BMX-Rädern auftauchen, da werden wir weggejagt. Haut ab! Nicht bei uns. Ihr macht hier Lärm und außerdem stört ihr. Nur eine einzige Firma, die Firma Hartoff, die sagt, bei uns auf dem Gelände könnt ihr Rampen bauen, ihr könnt eure Kunststücke trainieren, ihr könnt mit euren Sportgeräten dort ja, arbeiten, trainieren und vor allen Dingen Spaß haben. Nie ist auf dem Gelände irgendetwas passiert. Bis heute. Dachwig bei Erfurt am 17. September 2003. Wie jeden Morgen nimmt Carsten Busch seine Inline-Skates mit zur Schule. Seine Mutter sieht das Hobby ihres Sohnes mit gemischten Gefühlen, denn sie weiß, dass der 15-Jährige oft sehr leichtsinnig ist. Wir müssen lernen, eben Schutz zu tragen. Da
dem, was sie da machen. Generell habe ich ja gegen das Hobby von Carsten jetzt gar nichts, weil ich finde es besser, als wenn sie irgendwo rumlungern, wenn er sich betätigt. Nur bei dem Hobby ist es eben, es ist ja doch ein bisschen eine waghalsige Sache und kann schnell mal zum Sturz kommen. Fände ich es besser, wenn er eben einen Helm und einen Schützer trägt. Gegen Mittag fahren die Jugendlichen zu einem Parkplatz im Gewerbegebiet. Hier hat die Clique für ihre Tricks eine Rampe deponiert. Der Lama fährt schon ewig eigentlich und so aggressiv. Also mit Sliden und Springen und so fahre ich 2 Jahre. Ja? Na, ich fahre auch ab und zu mal Skateboarder, ich fahre lieber in Lama. Die Jungs wieder mit ihrer brotlosen Kunst. So, Kevin, ja? Du hast doch die Kamera heute mit. Ja. Ja, da können wir gleich mal hier den Tonnensprung, den ich letztes Mal schon mal gemacht habe, weißt du? Ja. Den können wir da gleich aufnehmen. Ja. Den Sprung über die Tonne habe ich ja schon 10 Mal geschafft. Und den einen Tag habe ich jetzt ja auch spontan mir überlegt, dass ich noch mal machen kann. Da Kevin diesmal die Kamera dabei hatte, da habe ich noch mal spontan aufgebaut und habe es noch mal probiert. Jetzt wirklich probieren. Ja, okay. Während sich Carsten weiter vorbereitet, macht der Junge mit der Kamera eine Umfrage unter den Freunden. Sie sind skeptisch, ob Carsten es auch dieses Mal schaffen wird. Eigentlich schon, weil er hat es ja schon mal. Er war kurz davor. Niemals, er kann doch gar nicht. Eigentlich. Nee, eigentlich. Die Tonne ist 1,50 Meter hoch. Aber Carsten ist sich seiner Sache sicher. Als Carsten nicht aufsteht, glauben seine Freunde an einen Scherz. Der Einzige, der die Situation richtig einschätzt, ist Hausmeister Arno Engelhardt. Ich bin dann gleich zu ihm hingelaufen und habe schon überlegt, was ich als erstes tun kann. Als ich angekommen bin beim Carsten, da klagte er schon über starke Armschmerzen. Und die Hand wurde schon dick. Dann ruf mal nur dort an. Ja, warte. 112. Ja, hallo, hier ist Björn Sünold aus Dachwisch. Wir haben hier Notfall. Hier ist jemand mit den Inlinern gestürzt. Und das sieht nicht gerade so gut aus mit seinem Handgelenk. Also als der Carsten dann da gelegen hat, dann sah das im ersten Moment zwar ziemlich lustig aus, aber dann habe ich das mit seinem Handgelenk gesehen und dann haben wir gesagt, dass da schon was passiert ist. Das war auch ziemlich verschoben. Also da hat schon an der Seite so der Knochen richtig übergestanden. Ich habe die Jungs dann gleich eingeteilt. Einer sollte den Notarzt an der Ampelkreuzung in Empfang nehmen. Der andere sollte wiederum dem Carsten Mutter Bescheid sagen. Und eine warme Wolldecke holen. Und wie geht's dir? Jeder der Jungen weiß nun, was er zu tun hat. Als ich dann auf dem Weg zu Carstens Mutter war, habe ich mir schon so gedacht, dass es hoffentlich nicht ganz so schlimm war, wie es aussah, weil er auch einer meiner besten Kumpels ist. Der Carsten ist oben bei Herdorf gestürzt. Als der Steve uns Bescheid gesagt hat im Laden, da war ich doch mächtig erschrocken. Aber man ist eben dann gezwungen, dass man, das muss ja auf Arbeit weitergehen. Ich kann ja nicht einfach weglaufen, da ich ja die Poststelle habe und ich habe Öffnungszeiten und da kann ich nicht einfach wegrennen. Und da habe ich meine Tochter nur mit der Versicherungskarte vorgeschickt. Arno Engelhardt ist erleichtert, als die Retter des DRK und Notarzt Andreas Hochberg endlich eintreffen. Denn Carstens Schmerzen werden immer schlimmer. Man hat deutlich die bajonettförmige Fehlstellung der Knochen gesehen.
Bei einer Fraktur ist es immer wichtig, dass man kontrolliert, ob die Durchblutung und die nervöse Versorgung der betroffenen Extremität noch intakt ist. Beim Carsten war es so, dass die Durchblutung in Ordnung war. Er konnte seine Finger auch bewegen, aber er hatte ein Kribbelgefühl in allen 5 Fingern. Und das kann auf eine Nervenschädigung hinweisen, die durch diese Fraktur entstanden ist. Und wenn man jetzt nicht rechtzeitig handelt, kann es im schlimmsten Fall dazu führen, dass die Hand in Zukunft nicht mehr bewegt werden kann. Du bekommst jetzt was, da wirst du so ein bisschen müde, gell? Schläfst gleich ein. Wir mussten also noch am Notfallort vorsichtig in Kurznarkose eine Wiederherstellung der anatomischen Achse, also eine Reposition, durchführen. Wir haben dem Carsten ein Schmerzmittel gegeben und ein Medikament, wo er kurz schläft, und haben das dann vorsichtig durchgeführt. Und jetzt könnten wir im Prinzip den nächsten. Okay. Nachdem wir den Unterarm wieder in die normale Stellung gebracht haben, haben wir ihn auf einer flexiblen Schiene gelagert und Carsten ins Krankenhaus gebracht. Guten Tag. Guten Tag. Ist mein Bruder. Wie geht's ihm? Ja, er hat einen Unfall gehabt, hat sich den Arm gebrochen. Wir haben ihn jetzt erstmal versorgt. Hier, deine Kamera ist noch an. Ja. Hätte er nicht mal schon anziehen können. Wenigstens das eine Mal. Ja, vor allem bei dem Ding, da würde ich mir erst mal richtig sicher sein. Ja. Hier, komm, das ist kein Spaß mehr, wenn man die Kamera ein bisschen. Hi. Im Helios-Klinikum in Erfurt übernimmt Dr. Dara Orangi den jungen Patienten. Carsten ist von dem schweren Sturz immer noch stark mitgenommen, aber er versucht tapfer zu sein. Und kannst du die Finger bewegen? Ja, Gefühl ist drin. Okay, das tut nicht weh. Guten Tag. Als ich dann um 18 Uhr pünktlich den Laden schließen konnte, bin ich sofort ins Krankenhaus gefahren, da ich Carsten kenne und er sowieso magisch sämtliche Krankheiten und Sachen anzieht, sodass ich die erste Beruhigung erst hatte, als ich ihn dann richtig gesehen habe. Na, was hast denn du mit der Blödsinn gemacht? Guten Abend, Orange ist mein Name. Ich zeige Ihnen anhand der Bilder, was wir zu tun haben. Er muss so schnell wie möglich in OP. Ich brauche dann auch Ihre Einwilligung. Kommen Sie mit, ich zeige Ihnen die Bilder. Frau Kippel, das sind die Röntgenbilder von Ihrem Sohn, Carsten. Carsten hat einen stark verschobenen Bruch mitgebracht. Das wurde dann sofort operiert. In Vollnarkose wurde die Reposition durchgeführt, Wiederherstellung der anatomischen Verhältnisse und die Stabilisierung mit 2 Kirchendrähte, wie Sie hier sehen, erfolgt. Nach der Operation ist Carsten noch sehr benommen, aber er verspricht seiner Mutter, dass er zukünftig vorsichtiger sein will. Beim nächsten Mal trage ich Protektoren. Okay. Der Dr. Orangi hatte uns ja nach der OP informiert, dass wahrscheinlich noch ein paar Jahre ins Land gehen, ehe man genau sagen kann, ob alles so wächst und ist, wie es sein soll, oder ob noch irgendwelche Komplikationen kommen. Denn der Knochen ist knapp über der Wachstumsfuge gebrochen und die Hand könnte sich im schlimmsten Fall nicht normal entwickeln. Woran gehst du, mein Name? Wir kennen uns ja von gestern. Und kannst du die Finger gut bewegen? Gefühl ist überall da? Ja. Meiner Hand geht es eigentlich wieder gut und ich kann sie auch voll bewegen, nur abstützen tut es noch ein bisschen weh. Es ist jetzt auch noch nicht ausgeschlossen, dass es jetzt nicht krumm wächst, die Hand. Und wenn ich jetzt ja heute fahre, da ziehe ich auch immer Schützer an. Wir waren sehr erschüttert, weil wir niemals gedacht haben, dass es solche Auswirkungen haben kann. Und wenn wir jetzt schwierigere Sachen probieren, dann tragen wir auch immer Schützer. Hätte ich damals eben Schützer getragen, wäre das wahrscheinlich nicht passiert. Und deswegen kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, Schützer zu tragen.
Ob Carstens Hand noch mal so richtig voll funktionsfähig sein wird, das wird sich tatsächlich erst dann zeigen, wenn er erwachsen ist, wenn alles voll ausgewachsen ist. Und da kann man ihm nur die Daumen drücken, dass es alles so funktioniert, denn sein großer Berufswunsch ist der des Optikers. Da muss man ja mit ganz, ganz kleinen Werkzeugen arbeiten, ganz anders als zum Beispiel mit diesen Werkzeugen, die man dann schon mal einsetzt, wenn man im Haus irgendetwas reparieren oder bauen will. Und damit beginnt auch die Geschichte unserer Familie Zimmermann. Das ist eine Binnenschifferfamilie, die viel unterwegs ist. Die Frau hat ihn immer begleitet, den Heinz-Jürgen Zimmermann. Nur dann kamen die drei Kinder und irgendwann stand dann fest, die Kinder brauchen ein festes Zuhause und da muss man halt ein Haus kaufen. Die Familie kauft sich ein solches, ein älteres, und Heinz-Jürgen Zimmermann macht sich also mit sehr viel Werf und sehr viel Schwung daran, dieses Haus zu renovieren, auszubauen, alles richtig schön zu machen. Und er weiß ganz genau, wie gefährlich diese Maschinen sind, der passt auch immer sehr auf, aber es soll halt auch ein bisschen schnell gehen. Und dann plötzlich ist das geschehen, woran er nie im Leben gedacht hat. In Basel bei Oldenburg hat sich Familie Zimmermann ein altes Bauernhaus gekauft. Heinz-Jürgen Zimmermann ist ein begeisterter Heimwerker, der sämtliche Renovierungsarbeiten selber macht. Ja, wir haben vor Jahren dieses Haus gekauft, wo wir jetzt wohnen. Und machen wir alles nach und nach schön fertig. So. Wir versuchen es zügig hinzukriegen, aber man hat ja auch nicht immer Zeit oder was weiß ich. Aber wenn man dann mal Zeit hat, dann will man natürlich stramm dabei, dass man auch was schafft. Schatz, ich bring dir eben einen Kaffee. Ich mach mal eine Pause. Keine Zeit, ich muss das. Ich hab keine Zeit. Ja, wir haben drei Kinder: Manuel, Christian und Diana. Und das war ein Feiertag, da wollte ich die eben wegbringen. Mein Mann hat sich dann von den Kindern verabschiedet und ich habe die dann zu den Freunden gebracht. Also mein Mann ist wirklich ein geschickter Handwerker, aber ich finde, manchmal ist er schon ein bisschen zu hektisch dabei. Also es kann ruhig etwas langsamer gehen. Während Alexandra Zimmermann die Kinder fürs Wochenende unterbringt, um ihren Mann besser unterstützen zu können, will er den Wohnzimmerboden schnell fertig machen. Jetzt ist er wirklich nicht mehr so heiß. Eigentlich hätten die Dielenbretter vor dem Verlegen 2 bis 3 Tage im Wohnzimmer gelagert werden müssen, um sich den Raumbedingungen anzupassen. Aber Heinz-Jürgen Zimmermann hat diese Regel missachtet und sie sofort verlegt. Ich bin manchmal auch ein bisschen ungeduldiger Mensch. Man will das ja auch schnell fertig haben. Ich habe das Holz dann ja auch fertig verlegt gehabt nachher. Auch den Zentimeter Luft gelassen oder anderthalb, was man auch soll. Und hat eigentlich alles super gepasst. Ja. In der Nacht hört Alexandra Zimmermann ein lautes Knacken. Sie vermutet, dass die seltsamen Geräusche aus dem Erdgeschoss des Hauses kommen und bittet ihren Mann nachzusehen. Also ich habe, wo ich dann mit der Taschenlampe nachgeguckt habe, nichts gehört, absolute Ruhe. Konnte Alexandra dann ja auch beruhigen, dass da nichts ist und keine Einbrecher im Haus sind. Am nächsten Morgen ist das Entsetzen groß. Oh, ist das? Oh, nee. Oh, Mann, alles hochgekommen. Scheiße, alles gestrampft. Oh, Mann, das ist Müll, das hat's schon. Alex, komm her. Hier, alles hochgekommen. Das waren deine Geister von heute Nacht. Wie ist das denn passiert? Oh, Feuchtigkeit. Platz war gestern genug, aber ist alles auseinandergegangen. Kann man das wieder hinkriegen? Ich fange da gleich bei an. Das muss ich alles hier rausreißen. Das ist Schrott. Ich helfe dir. Nee. Das Holz sollte man dann vielleicht doch länger lagern und auch offen hinlegen, dass wir dann die Feuchtigkeit von dem Raum eben annehmen kann, dass es später dann nicht mehr arbeitet, wenn man es verlegt hat. Ne? Aber da war ich schon sauer, dass die ganze Arbeit war ja umsonst. Und naja, da habe ich mich mir gar nicht mehr drüber gefreut. Während ihr Mann sich sofort an die Arbeit macht, will Alexandra Zimmermann auf dem Dachboden etwas Ordnung schaffen. Dann habe ich mir natürlich überlegt, wie kriege ich das jetzt weg? Ganze Brett rausreißen, habe ich gedacht, nein, dann dran langsägen wäre ja das Einfachste. Passte natürlich mit der Handkreissäge nicht. Dann habe ich die Flex da gesehen und gedacht, ja, da kommt man natürlich dicht an die Wand ran. Natürlich weiß jedes Kind, dass man kein Kreissägeblatt auf eine Flex macht. Wie ich auf die Idee gekommen bin, da frage ich mich heute noch.
Dann habe ich die Flex angesetzt und dann war es auch schon passiert. Das ging dann im Ruckzuck. Da und ich wusste nicht, was ich zuerst machen sollte. Und dann habe ich Handtücher geholt und habe versucht, den Arm abzudrücken damit. Ja, aber ich habe gewusst, ich muss stark bleiben, denn wenn ich auch noch in die Knie gegangen wäre, dann habe ich gewusst, das wäre für einen Jungen auch schlimm gewesen. Und dann schnell Notruf anrufen. Die Telefonanlage hat auch nicht so hingehauen, wie es sollte, weil die war neu und damit kannte ich mich nicht so besonders aus. Warum geht das Telefon denn jetzt nicht? Boah, das tut weh. Ich ruf Mama an. Und dann bin ich darauf gekommen, dass ich Mama anrufe, weil die Nummer eingespeichert war am Telefon. Mama? Und dass sie den Notruf absetzt. Mama? Ruf schnell Notarztwagen. Mein Junge hat einen schweren Unfall. Nachdem Alexandras Mutter die Rettung alarmiert hat, macht sie sich mit ihrem Mann sofort auf den Weg zum Haus der Tochter. Was ist denn los da überhaupt? Weiß ich nicht. Irgendwie mit dem Flex hat er sich geschnitten. Ah, das tut so weh. Ich hab Mama ja schon angerufen. Die ruft nur an. Wo bleibt der denn? Wo bleibt der Krankenwagen? Der kommt bestimmt gleich. Oh. Auf dem Weg dahin, da hatte man unwahrscheinlich Angst, wie das wohl wirklich aussieht. Wie schlimm ist es? Wird er es schaffen? Wie viel Blut hat er schon verloren und sowas? Also es ging einen durch und durch die ganze Zeit. Als sie die Rettungsfahrzeuge im hohen Tempo vorbeifahren sehen, geraten Alexandras Eltern in Panik und rasen hinterher. Oh, das tut so weh, ne? Jetzt beruhig dich mal erst. Der Notarzt kommt bestimmt gleich. Der kommt bestimmt gleich. Ja, ich weiß. Beruhig dich aber mal erstmal. Mir ist so komisch. Hol jemanden auf. Lauf zur Straße oder hol jemand her. Gut, dann laufe ich jetzt zum Nachbarn. Und dann lag er da so hilflos und dann bin ich ihm doch losgerannt. Und unterwegs dann habe ich wieder gedacht, nee, man muss doch lieber bei ihm sein und dann bin ich wieder umgedreht. Ich lasse dich nicht alleine. Wir haben da die Hausnummern gesucht, wie üblich, aber auch in ländlichen Gegenden ist es nun mal so, dass die Häuser weiter wegstehen von der Straße. Und aus diesem Grund sind wir zuerst dann vorbeigefahren. Im Rückspiegel sah ich dann nachher was aufblinken, ein PKW, der hinter uns fuhr, der mit ihren Scheinwerfer mal aufblicken war. Ja, und da ist jetzt das letzte Haus auf die Seite war, sind wir nachher wieder kehrtmarsch, haben wir uns umgedreht und als dem PKW entgegenkam, war ein älterer Herr, der uns auch schon zugewunken hat und uns die Richtung gezeigt hat. Und daher wussten wir auch, dass wir dann hier richtig waren. Ich höre schon was, die kommen auch schon. Bleib mal mit dem ruhig liegen, die kommen auch schon. Hallo? Herr Zimmermann? Ja. Hallo? Was ist denn passiert? Ich guck mal auf die Wunden. Ich nehme mal den Arm her. Ich habe mir diese Wunden zuerst angeguckt. An der Hand fand sich eine recht komplexe, tiefgehende Verletzung mit ausgedehnten Verletzungen von Weichteilen, wichtigen Strukturen, Sehnen, Nerven offensichtlich. Am Oberschenkel fand sich des Weiteren noch eine stark blutende, tiefgehende Wunde im Oberschenkelmuskel. Auf dem Boden fand sich eine hohe Menge Blut, circa einem Liter entsprechend. Die Retter legen dem Verletzten Druckverbände an, um die schweren Blutungen zu stoppen. Heinz-Jürgen Zimmermann wird unterdessen immer schwächer. Während der Versorgung dachte ich, hoffentlich kommt das alles wieder in Ordnung. Das sieht so schlimm aus. Das sah so zerfetzt aus alles. Ja. Ist es fixieren? Die Frau Zimmermann hatte die Wunden ihres Ehemannes mit sauberen Handtüchern abgedeckt.
Es ist eine gute Tat gewesen, da die Wunden erstens mal dadurch ein wenig versorgt waren und zum Zweiten war der Patient dadurch schon ein wenig beruhigt, dass schon die ersten Maßnahmen wenigstens eingeleitet wurden. So, jetzt haben wir noch einen Dammer fest. Führend für die Weiterversorgung des Patienten war die Schwere der Handverletzung, weswegen wir uns entschlossen haben, den Patienten nach Oldenburg ins Krankenhaus zu bringen. Alexandra, am besten du kommst jetzt erst mit nach uns hin. Nee, lass mal. Erstmal will ich alleine sein. Ich habe erstmal meine Gedanken sortiert und dann habe ich den Ring am Boden liegen sehen. Der war durchtrennt und ich dachte, wenn das mal kein schlechtes Omen ist. Ihre Befürchtungen sind glücklicherweise nicht eingetreten. Zwar musste Heinz-Jürgen Zimmermann mehrere komplizierte Operationen über sich ergehen lassen, aber seine Hand konnte gerettet werden. Ja, und die Arbeiten am Haus, da kann ich jetzt wieder richtig zupacken, das ist alles kein Problem mehr. Also ich kann ganz normal wieder weiterarbeiten. Natürlich ein bisschen vorsichtiger, ne? Man überlegt sich genau die Arbeitsschritte, die man macht heutzutage. Es ist immer noch viel am Haus zu tun. Aber Alexandra Zimmermann sorgt dafür, dass ihr Mann heute häufiger mal eine Pause einlegt. Ja? Ja. Mit dem Ehering, das hatte ich gar nicht gemerkt, dass ich den abgeschnitten hatte. Den hat sie mir dann 2 Wochen später wiedergegeben. Einmal durchtrennt und dann nachher wieder heile sozusagen, war schon fast symbolisch. Ne? Wer kennt es sich, das Gefühl, frisch verliebt zu sein, die ganze Welt umarmen zu wollen, weil da ein Mensch ist, dem man so nahe steht wie selten zuvor einem anderen Menschen. Und wer so verliebt ist, der möchte sich eigentlich nie trennen von diesem Menschen, obwohl er ab und zu das Haus verlassen muss. Zum Einkaufen, zur Schule, zur Arbeit muss er gehen, aber dafür gibt es ja das Telefon oder zumindest das Handy mit den manchmal viel geschmähten SMS, mit dem man dem anderen mitteilen kann, ich liebe dich. Und zugegeben, wenn man so verliebt ist, tut man schon manchmal Dinge im Leben, die man im Normalzustand der Gefühle wahrlich nie machen würde. Auch Christine Körnecke ist verliebt, schwebt auf Wolke 7, als plötzlich ihr Telefon klingelt. Ein Anruf, der ihr Leben von Grund auf ändern wird. Christine Körnecke ist frisch verliebt. Vor 3 Tagen hat die 19-Jährige Alexander Schaaf kennengelernt. Nach einem harten Arbeitstag will sie eigentlich früh zu Bett gehen. Doch ein Anruf von Alexander lässt sie dieses Vorhaben schnell wieder vergessen. Denn Alexander möchte sie unbedingt noch sehen. Hallo, Nalu? Naja, das ist so, wenn man 3 Tage frisch verliebt ist, sagen wir mal, dann lässt man sie leicht überzeugen. Da sagt man, Liebe stärker wie die Müdigkeit, ja. Dann habe ich mich überzeugen lassen, im Auto stiegen und losgefahren. Drei Stunden später. Das junge Paar hat es sich in Alexanders Wohnung gemütlich gemacht und die Stunden sind geradezu verflogen. Es ist bereits weit nach Mitternacht und Christine Körnecke kann ihre Augen kaum noch offen halten. Sie weiß aber, dass sie am nächsten Morgen wieder ein arbeitsreicher Tag erwartet. Willst du nicht Oliver hier bleiben heute? Nee, ich fahr lieber. Du war auch schon spät. Na, und ich habe so gefragt, ob sie nicht bei mir bleiben möchte. Und dann hat sie gesagt, nee, sie möchte eher nach Hause fahren. Na, wie war? Na, und bin ich später bei ihr gedacht. Aber fahr vorsichtig. Ja. Er hat mich gefragt, ob ich nicht da bleiben möchte und hat mich probiert zu überzeugen. Und ich gedacht, na, 3 Tage zusammen, machen wir mal die Wurst nicht. Bin dann nach Hause gefahren, ziemlich müde. Ja, und dann immer schon gemerkt, die Augen werden schwerer und fallen zu. Na, ich überlegt, fährst du ran, fährst du nicht ran. Christine Körnecke ist nur noch 1 Kilometer von ihrer Wohnung entfernt, als sie ihre Augen nicht länger aufhalten kann. Für kurze Zeit ist Christine Körnecke bewusstlos. Als die junge Frau wieder zu sich kommt und begreift, was passiert ist, will sie das Autowrack sofort verlassen. Ihre Versuche, die Fahrertür zu öffnen, schlagen jedoch fehl. Also es war eigentlich wie ein Traum.
als ob eine Zeitlupe an mir vorbeigeht, als ob es nicht passiert wäre. Und erst war Panik, weil man gemerkt hat, irgendwas stimmt hier nicht. Also mein erster Gedanke war auch ganz doll, dass das Auto anfing zu brennen. Martin Ahlgrim wird von dem Bellen seines Hundes aus dem Schlaf gerissen. Doch zunächst realisiert er nicht, dass sich in unmittelbarer Nähe ein Mensch in großer Not befindet. Ali, ganz ruhig! Christine kann ihr linkes Bein kaum bewegen, denn es ist unter dem Blech eingeklemmt. Am Oberschenkel spürt sie ihren Knochen, der sich durch die Hose gebohrt hat. Doch das ist nicht alles. Ja, ich habe mich ins Gesicht gefasst, habe mit sie gekriegt, oh, irgendwas stimmt nicht, ist ganz schön warm alles und so. Ich habe mir auf die Hände geguckt, habe das Blut gesehen. Und dadurch habe ich dann die Panik gekriegt und habe einfach um Hilfe geschrien. Hilfe! 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 Da habe ich die Schreie gehört. Immer wieder, Hilfe, Hilfe. Hilft mir denn keiner, hat sie gerufen. Erst habe ich gedacht, ja, wegen dem Einbruch. Und dann ist mir das eingefallen durch den Bums, das kann doch ein Unfall sein. Und habe die Polizei angerufen. Aus Mens, Berliner Straße 20a. Nach der Alarmierung verlässt Martin Ahlgrim seinen Wohnwagen, um selber nachzusehen, was passiert ist. Christine Körnicke sucht mittlerweile verzweifelt nach ihrem Handy, das ihre letzte Hoffnung zu sein scheint. Ich habe es panisch gesucht, aber das Handy war nicht zu finden. Und mir entstiegen mir auch die Tränen in den Augen, ich konnte nicht mehr. Und da habe ich gesagt, ist vorbei. Die Freiwillige Feuerwehr Mens trifft schließlich mit insgesamt 14 Männern am Einsatzort ein. Einer der Feuerwehrmänner erkennt Christine sofort. Ich kenne ihr Auto, die ist ja nur aus unserem Ort. Ich sehe sie täglich. Man kriegt auf jeden Fall einen Schreck und denkt erstmal, na, hoffentlich ist ja nicht allzu viel passiert. Hallo? Mein erster Eindruck war gewesen, lebst du noch oder lebst du nicht? Das sah wirklich sehr brutal aus im Auto, weil nur Blut und im Moment keine Reaktion von ihr da war. Auf einmal kommt aus dem Auto, Friedi, bist du das? Meine erste Frage war natürlich, wer ist denn das im Auto? Da hat Kamerad Tiede mir gesagt, das ist Christine, das ist die Tochter von der Ortswehrführer. Und da war der erste ein Schockmoment für mich. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte des DRK Gransee bereiten die Feuerwehrleute die Befreiung der 19-Jährigen vor. Denn sie wissen, die Zeit läuft ihnen davon. Frau Körnicke befand sich in einem lebensbedrohlichen Zustand. Sie war unterkühlt. Die unmittelbare Gefahr bestand darin, dass sie durch die massiven Brüche in eine massive Blutung kam und damit einen Schock erleiden konnte. Bei solch einem Unfall wie bei Frau Körnicke muss man ganz dringend annehmen, dass es zu Verletzungen der inneren Organe gekommen ist. Das heißt, eine Ruptur der Milz bzw. der Leber. Der Druck ist 90, 70. Gut, ich gehe jetzt hinter. Jetzt der venöse Zugang. Die Feuerwehr kann jetzt ausschneiden, ich gehe hinten rein. 1, 2, 3. Bei Christine hier im Auto haben wir als erstes die Tür rausgetrennt, haben dann den Fußraum erweitert, haben dann ihren Fuß eben befreit, dass man sie aus dem Auto rausholen konnte. So ein Unfall, wenn man die Christine selber noch gut kennt, ist sehr belastend. Das beschäftigt einen tagelang. Man kann nicht einfach abschalten, nach Hause fahren. Das kommt immer wieder hoch. Christine Körnicke wird ins Waldkrankenhaus Gransee gebracht. Erste Untersuchungen ergeben neben tiefen Schnittwunden im Gesicht zahlreiche Frakturen an Oberschenkel, Hüfte und Becken. Die schweren Verletzungen werden sofort in einer Notoperation von Chefarzt Dr. Gunther Rückert und seinem Kollegen Oberarzt Dr. Karl-Josef Thein versorgt. Organische Verletzungen hat Christine glücklicherweise nicht erlitten, aber die Brüche erweisen sich als sehr kompliziert. Die Operation, insbesondere am Oberschenkel, dauert mehrere Stunden. Operativ wurde das Bein mit einem langen Gammanagel versorgt. Das heißt, der gebrochene Oberschenkelknochen wird mit einem langen Metallnagel aufgefädelt und zusätzlich der Schenkelhals über eine Schraube fixiert. Erst zwei Tage später erfährt Alexander Schaaf von dem Unfall seiner Freundin. Voller Sorge ist er ins Krankenhaus gekommen, um nach ihr zu sehen. Das Wiedersehen weckt in ihr gemischte Gefühle. Na, ich sag mal, ich sah ganz schlimm im Gesicht aus, viele Narben und alles. Und
durch diese Verkrustung und alles sah ja noch viel schlimmer aus. Die erste Angst war sowieso Alex. Ich hatte halt Angst, ihn zu verlieren nach 3 Tagen. Gut, da sagt man immer, die Liebe ist noch nicht so stark, aber er ist ein hübscher junger Mann, er könnte andere Frauen haben. Ja, und aber er kam mich dann oft besuchen und so. Da war ich eigentlich ganz stolz auf ihn, dass er so zu mir gehalten hat während des Unfalls, weil ich glaube, ohne ihn hätte ich die ganze Phase nicht überstanden. Ja, sie bedeutet mir eben sehr viel. Und ich bin nur froh, dass ihr nichts Schlimmeres passiert ist. Und ich wüsste nicht, was ich gemacht hätte, wenn sie eben gestorben wäre. Ja, bin ich bei ihm eingezogen und seitdem wohnen wir eigentlich glücklich zusammen. Pläne habe ich schon gemacht, so Heirat, Kinder. Und vielleicht dann irgendwann mal Hochzeit oder so. Wäre schön.